Wir kommen jetzt auf die Berichte, auf diese demokratischen Menschenrechte-Berichte, die immer wieder auftauchen beim Europäischen Parlament über Russland, über Libyen, über das. Immer wieder gibt es Menschenrechtsberichte. Sie kritisieren die meistens. Was ist falsch an diesen Menschenrechtsberichten? Und Zunächst ist es falsch, wer sie überhaupt vorträgt. Wenn ich mir anschaue, dass die Menschenrechtsberichte zumeist sozusagen sogar von Institutionen ausgehen, die in Partnerschaft, wenn nicht sogar mehr, noch in direkter Abhängigkeit von Amerika sind, dann frage ich mich, wie kann man mit diesem Land kooperieren, das die Todesstrafe bis heute vollstreckt, wo zum Teil Menschenrechte offen mit Füßen getreten werden und dann kann man gleichzeitig dem Rest der Welt sozusagen mit Kritik auftreten. Das ist inakzeptabel. Ich erachte es auch als inakzeptabel, dass man selber mit Drohnenangriffen Zivilisten umbringt und die dann zynisch als Kollateralschäden definiert, aber jedem anderen auf der Welt sozusagen jedes Menschenrechtsproblem unter die Nase reibt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Europäische Union. Die Europäische Union in der Hinsicht um keinen Deut besser. Wie kann man mit Saudi-Arabien, einem Land, das einen steinzeitlichen Islam predigt, wo Hinrichtungen als geradezu als Volksfest ja der Tagesordnung sind, kooperieren und gleichzeitig gegen andere arabische Länder, wo zumindest religiöse und ethnische Minderheiten bisher geschützt waren, mit Menschenrechtsvorwürfen auftreten? Das sind alles diese unglaublich inakzeptablen, ja fast unerträglichen moralischen Doppelstandards, die der Westen zelebriert und sich damit in Wirklichkeit unglaubwürdig macht. Ja, einer der Berichte ging ja auch über Russland, ja. Dass in Russland eben die Menschenrechte nicht berücksichtigt werden oder eingehalten werden. Ja, das sagt ausgerechnet jemand, der selber im eigenen Land praktisch ein Zwei-Parteien-System hat, das im Grunde ein Ein-Parteien-System ist. Das sagt ausgerechnet jemand, der in seinem eigenen Land praktisch die Medien kontrolliert, der die Öffentlichkeit unverschämt belügt, wie wir das ja am Vorabend des Irakkriegs gesehen haben, und sich dann immer noch für moralisch gerechtfertigt hält, den Russen Vorhaltungen zu machen. Wie ich überhaupt glaube, dass es eine ziemlich dumme Politik ist, den Russen überhaupt Forderungen gegenüber zu stellen und sie dann mit Sanktionen zu verknüpfen, so als ob es sich hier um eine amerikanische Provinz handeln würde. Russland weiß selber, welche demokratischen Standards dort notwendig sind, welche demokratischen und menschenrechtlichen Standards dem Land gut tun. Denn nicht alles, was wir unter Menschenrechten betrachten, würde dort auch dem Land gut tun. Sondern das würde nur dazu beitragen, das politische System dort und die Gesellschaft intern zu destabilisieren, um sie dann sozusagen gefügig machen zu können. Das heißt, es ist immer auch eine politische Interessenslage dahinter. Und das muss man sehen. Und dann liest man diese Berichte natürlich mit ganz anderen Augen. Also sind diese Prinzipien eigentlich der Menschenrechte zu einem geopolitischen Spiel geworden? Sie sind vor allem ein Instrument geworden, Politik zu betreiben und insbesondere Länder auf die Anklagebank zu setzen.